Dadurch haben wir übrigens auch noch hier plus zwei Zeitalterpunkte durch den Elefantismus. So, also gut, dann haben wir die Sache jetzt endlich mal erledigt, dann sind wir damit mal fertig. Hier unten habe ich übrigens gesehen, dass der Gegner einen Hafen gebaut hat. Da fahre ich mal nochmal hin, den kann man nämlich plündern mit unserem Schiff. Eine erfolgreiche Kriegsmarine, immerhin etwas in diesem Krieg. So, okay. Also, wie geht's denn hier oben weiter? Gerade gar nicht mehr. Jetzt können wir mal eine Runde beenden. Ich werde dann auch jetzt demnächst mal hingehen und. Oh, fuck. Das waren unsere. Nee, doch nicht. Das sind ja noch mehr. Okay. Werde dann jetzt hier auch bald anfangen, mal diese neuen Städte dann zu gründen, so bald wie möglich. Übrigens hält der Kriegsminister mal fest, dass der Angriffsdruck der Ägypter deutlich abgenommen hat. Ja, das stimmt. Stimmt tatsächlich aktuell, ja. Und die koschen Baguette-Fresser haben auch eine Religion gegründet. Echt? Ja, man nennt ihn den Hinduismus. Das klingt schon einfach nur falsch. Ja, geil. Oh Mann, aber unsere vorherrschende Religion geht gerade runter irgendwie, gell? Also der Elefantismus ist auch nur in zwei unserer Städte aktuell tief, muss man sagen. Keine Sorge, wenn unsere siegreichen Soldaten eines Tages heimkehren werden, dann werden sie auch das Wort Gottes indirekt verbreiten, da dieser Gott sie zum Sieg geführt hat. Und der Meinst du, Kriegsminister natürlich. das Wort des großen Elefanten? Ich find's schön, dass der Kriegsminister zugibt, dass nicht er, sondern unsere Gottheit die Soldaten zum Sieg geführt haben. Ich bin der Stellvertreter Gottes für Militär auf Erden. Jetzt wird er wirklich größenwahnsinnig. Der einmal Amtsenthebungsverfahren. gut, ich bin mal gerade auch so ein bisschen am Schauen, dass wir vielleicht, also wenn es gut läuft, können wir jetzt vielleicht mal nochmal einen neuen Angriff auf. Nee, können wir nicht, da kommen wieder zwei neue Einheiten. Ja, super toll. Der Angriff ist schon die richtige Idee. Ich habe gerade echt gedacht, wir können jetzt vielleicht mal nochmal angreifen, aber ihr seht, da kommt schon die nächste Einheit. Aber wir haben jetzt gleich Eisenverarbeitung und dann sollte es vorwärts gehen. Ja, das haben wir jetzt. Gut. Fortfahren, gut. Dann gucken wir mal. Was sollen wir als nächstes machen? Wir könnten Maschinenbau machen, Reiterei, Währung, Bauwesen. Mathematik, nee, Mathematik noch nicht, aber nee, Bauwesen geht auch noch nicht, da bräuchte man auch erst Reiterei für. Astronomische Navigation, Währung, Maschinenbau. Was meint er? Nico? Währung. Währung, Nico? Tatsächlich Währung. Okay. Ja, Währung. Dann machen wir das. Gut, oh ja, hier müssen wir jetzt gleich mal eine Abstimmung wieder machen. Das ist nämlich relativ wichtig. Beziehungsweise da müssen wir vielleicht ein bisschen was auch davor. Ja, also wobei, nee, da machen wir keine Abstimmung drüber, weil da sind ein paar Sachen ein bisschen bescheuert während des. Also hier der Audienzzahl gibt eine Annehmlichkeit und vier Wohnraum in Städten mit Gouverneur, minus zwei Loyalität in Städten ohne Gouverneur, bleibt ein Gouverneurtitel, ja. Und oligarchisches Vermächtnis, Politikkarte bekommen wir. Ach, das bekommen wir bei allen. Also das wäre die erste Möglichkeit. Oder die Ahnenhalle bauen. Plus 50% erhöhte Produktion für Siedler. Neue Städte erhalten einen kostenlosen Handwerker. Naja, ist die Frage, ob sich das noch so lohnt, weil wir bauen noch wahrscheinlich jetzt erstmal in naher Zukunft nur noch zwei Städte. Wobei, ja, wie auch immer. Oder Thron des Kriegsherrn, die Eroberung einer feindlichen Stadt gewährt. Für 5 Runden 20% Produktionsbonus in allen Städten. Vielleicht ein plus einen Gouverneurtitel auch wiederum. Ja, was meint ihr? Nico? Muss ich das nochmal anschauen? Ja, okay. Also ist der Audienzzahl eine Annehmlichkeit und vier Wohnraum in Städten mit einem Gouverneur, aber minus zwei Loyalität in Städten ohne Gouverneur. Da könnte man eigentlich mal reingucken, ob irgendwo die Loyalität da ein Problem wäre, in Städten, in denen wir zum Beispiel keinen Gouverneur hätten. Hier haben wir einen.
Loyalität pro Runde 11,6 gibt es hier. Hier kriegen wir 28,4. Hier kriegen wir 0,5. Also hier wäre es zum Beispiel ein Problem. Also in Bhavapura haben wir ja keinen Gouverneur, deswegen wäre das hier tatsächlich ein Problem. Hier haben wir steigend 35 und hier haben wir steigend 21. Also Bhavapura wäre tatsächlich ein kleines Problemchen. Ja. Also da würden wir ein Problem kriegen, wenn wir diese Sache machen. Ansonsten sind natürlich plus 4 Wohnraum ziemlich krass. Dann natürlich mit der Produktion, 50% Produktion für Siedler und einen kostenlosen Handwerker in neuen Städten. Ist natürlich ganz nett. Oder diese Sache hier, 5 Runden, 20% Produktionsbonus, wenn wir eine neue feindliche Stadt erobern. Also der Wir bekommen doch Kriegsminister. überall einen neuen Gouverneurtitel, oder nicht? Ja, bekommt man. Ja, dann lässt sich ja theoretisch das Problem in Bhavapura leicht ausgleichen. Ja. Das stimmt, ja. Also ich finde, es ist ganz eindeutig, was wir da bauen, ja? Was? Weil Bundeskriegsherr. einerseits, nein, lasst mich doch mal aussprechen. Das Volk Volk? und einige fragwürdige Minister würden mir natürlich unterstellen, dass ich jetzt für den Thron des Kriegsherrn ja, mich einsetzen würde, aber nein, weit gefehlt. Der Kriegsminister setzt sich ein für die Ahnenhalle, damit wir den glorreichen und heldenhaften gestorbenen Soldaten auf ewig gedenken. Oh, ich habe hier gerade aus Versehen Oh, den ich hab's gerade Schwertkämpfer auch. verbessert. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe gedacht, es wäre. Naja, egal, nicht so schlimm. Schlimmeres, würde ich sagen. Okay. Nico, was meinst du? Und Audienz soll. Okay, und Maxi? Also Audienz ja, ist das mit den Anheimlichkeiten und so. Ahnenhalle ist das mit der Produktion für Siedler und Kriegsherr die andere Geschichte da. Ja, das mit der Annehmlichkeiten scheint mir aber schon sehr vernünftig, da die ja oftmals auch zu Problemen werden, wenn sie fehlen. Ach, wisst ihr was? Machen wir doch eine Abstimmung drüber. Wurde Also. doch gerade abgestimmt. Nee, mit allen meine ich. Aber wir haben noch gar keinen Audienzsaal. Wo soll diese Abstimmung stattfinden? In der heiligen Stätte natürlich, wo sonst? Ja, also würdest du das kurz machen? Super Pauco Audienzsaal, Ahnenhalle, Thron des Kriegsherrn. Genau. Ich werde dann hier, jetzt überlege ich mal gerade, was machen wir denn in der Zeit bis Schon zur erstellt. Todabstimmung? Wunderbar, weil dann überlege ich gerade, ja, weil ich dann kann man irgendwas anderes in der Zeit hier eigentlich bauen, wisst ihr was? Dann bauen wir doch hier einfach nur nochmal einen Krieger vielleicht. Übrigens darf der Kriegsminister daran erinnern, da einige andere Minister meinten, wenn wir hier keine Drama und Dichtung einführen, dass ja die Soldaten vergessen werden und so. Dafür, dass der Kriegsminister sich jetzt für eine Ahnenhalle als einzigster hier einsetzt, sieht man mal, wie falsch andere Minister hier in der Vergangenheit Lügen und Fake News verbreitet haben. Und weil der Kriegsminister sicher auch schon damals daran gedacht hatte, dass man ja vielleicht bald eine Ahnenhalle bauen kann. Kurze Der Frage. Kriegsminister denkt noch viel weiter. Wartet mal ganz kurz. Was wollte ich denn? Irgendwas? So, ja, wir können eigentlich wieder den, wir können den Gouverneurstitel wieder vergeben. Und die Frage ist halt, wollen wir dann Alles einen vor allem neuen? mal die Abstimmung freischalten. Oh, ja. Wollen wir einen neuen Gouverneur machen oder wollen wir einen verbessern? Die Frage, ha? Was meint ihr? Befördern. Den? Magnus, der sieht sympathischer aus. Wobei, gell, also mir fällt gerade ein, wenn wir die Armani zu Pal nach Palenque schicken, kriegen wir da zwei Gesandte dazu, gell? Das würde die wahrscheinlich auf unsere Seite ziehen. Fällt mir so ein. Das wäre ein strategischer Schachzug. Ja. Ich stimme dem zu. Okay, dann nennen wir mal Armani.
schicken sie nach Palenque. Ach, wir können, jetzt können wir die da nicht reinschicken, weil wir mit denen im Krieg sind. Das ist ja auch komplett bescheuert, hey. Wusste ich nicht. Und dann schicke ich sie mal so lange nach Bavapura einfach. Dann hat sie was zu tun. Skandal, Fake News vom Konsul. Ja, sowas Doofes. So wird das Volk hier gedischt. Nur der Kriegsminister ist der Einzige, der hier die Wahrheit ausspricht. Ja. Warte mal, Ahnenhalle war das mit den Siedlern, gell? Ja. Ich möchte auch wenn ich mich damit unbeliebt mache, aber anmerken, dass ich gefallene Soldaten nicht als unsere Ahnen bezeichnen würde, sondern nur große Denker und ja, große Persönlichkeiten, die unsere Vorfahren waren dort bestatten und denen dort gedenken, aber nicht einem x-beliebigen Fußsoldaten. Deswegen würde der großartigen Kriegsminister in der Vergangenheit, die dafür gesorgt hat, dass das Reich bis heute überdauert. Der Kriegsminister möchte also die Anhalte nur für seine Propaganda benutzen. Das Volk scheint aktuell sowieso den Thron des Kriegs hier zu bevorzugen, damit der Kriegsminister einen angemessenen Platz zum Führen ist. Aber nicht der Kriegsherr. Der Kriegsherr ist der Konsul. Nur der Konsul hat das Imperium. Ha! Ich sehe Bestrebung, die verfassungsrechtliche Ordnung unseres Staates zu untergraben, seitens des Kriegsministers. Bitte in den Geheimdienst einzuschreiten. Das halte ich für bösartige Gerüchte der Konkurrenz. Frei nach dem Motto Hans. Der Konkurrenz. Frei nach dem Motto Hans-Georg, kümmere dich darum, gell? Ja. Gut, was sagt denn die Abstimmung aktuell? So, circa. Thron des Kriegsherrn führt. Ach echt? Okay. Interessant. Militaristische Gesellschaft. Vielleicht kann ich ja den Link nochmal posten. Oh fuck, eine Einheit Bogenschützen wurde von uns getötet wieder. Oh je, ich glaube, ich muss auch mal, ich werde auch noch mal gucken, ob wir hier... Oh, Montezuma und hat Katharina de Medici den Krieg erklärt. Hui. Also haben wir denn jetzt schon... Ah ja, nee, jetzt warte ich mal noch mal ein bisschen ab, bis wir hier irgendwas in die Richtung machen. Was voll will ich denn jetzt hier noch mal bauen in der Zeit? Schwierig. Ich kann ja mal... Das Volk regt sich übrigens zu Recht auf über die Wortwahl einiger Minister hier, dass nur ein einfacher Fußsoldat es nicht wert ist, daran gedacht zu werden. Man muss auch... schon wert, aber nicht in unserer Anhalte. Man muss auch mal unbequeme Wahrheiten aussprechen. Ich kann ja nicht nur Kuschelpolitik machen, ja. Kuschelpolitik. Der Kriegsminister kämpft die ganze Zeit an einer Front für das Richtige der Nation gegen den Rest der Nation. Der Kriegsminister sitzt an seinem Schreibtisch und saunt lauter Parolen raus, aber er kämpft sicherlich nicht an der Front. Genauso wenig wie Sie. Ja, aber ich nehme gar nicht das für mich in Anspruch. Ich kümmere mich hier um die wirtschaftliche Prosperität unserer Nation. Sie sind bestochen von ägyptischen Goldmünzen, das wissen wir hier alle. Sie sind doch derjenige, der bestochen wird. Bald gibt es den Bürgerkrieg zwischen den Militaristen und den Kapitalisten. Und wer gewinnt am Ende? Ich, weil alle anderen tot sind. Oh, aber immerhin können wir jetzt hier am gleich Ende einen ägyptischen Hafen plündern. So. Können wir eigentlich Einheiten über Wasser schicken? Über Wasser gehen kann hier niemand. Nicht einmal der Kriegsminister. Ach, ja, nee. An die Frage von Blackjack, ja, die Russen haben hier diese Pferderessource genommen, also die Pferde, weil die kamen dahin, wir kommen da auch gar nicht hin. Also wir können ja nur 3 Felder weit expandieren, es wären hier 1, 2, 4 Felder. Das wäre die also Russen gar nicht sind auch keine echten Freunde. Nee, irgendwie nicht, die nerven mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich frage mich nur, wer damals die Freundschaft den Russen wollte. Der Kriegsminister war es nicht. Ach ja, ich überlege gerade, was könnte man hier unten denn machen?
Mal noch mehr Bogenschützen eigentlich. Wir haben übrigens mittlerweile gute Beziehungen zu Frankreich, gell? Wie viele stimmen? Zu wie viele? 5 zu 3. Voll interessant. Die Baguettefresser werden niemals unsere Freunde. Ja, dann ich kritisiere ja übrigens dann werde ich jetzt mal den Thron des Kriegsherrn mal einen Auftrag geben, übrigens. Weil ich den eigentlich, also ehrlich gesagt, ein bisschen idiotisch halte, den zu bauen, aber egal. Idiotisch! Das Volk hat gesprochen! Das ist halt das Volk doof. Ein Konsul, der das Volk für idiotisch haltet. Hört, hört. Ja. Zeit für einen militärischen Putsch. Ja. Können wir jetzt hier schon plündern? Ne, können wir nicht. Okay, dann müssen wir zu dem anderen Hafen. Okay, dann plündere ich den anderen. So. Hier, mit denen können wir mal stehen bleiben. Gut, okay. Gut. Achso, in der nächsten Runde werde ich mal gucken, ob wir dann jetzt echt mal einen Friedensvertrag schließen können, weil ja, irgendwie, das macht der ja nicht so wahnsinnig viel Sinn, oder? Der Kriegsminister erinnert, dass dies das Volk zu entscheiden hat. Ja, das nicht stimmt. Der Konsul. Stimmt eigentlich auch wieder. Alle Macht im Konsul. Was? Typisch andere Minister, die denken nicht an das Volk. Die Minister haben schon seit tausenden Jahren den Bezug zum Volk verloren, weil sie nur in ihrem Verteidigungsministerium sitzen. Eierkraulen. Ich stehe an der Front und besuche meine Soldaten regelmäßig, während sie mit Taschen voller Gold vom Feind sich feinste Schokolade in ihrem Ministerium gönnen. Ja, aber eigentlich könnten wir da jetzt echt mal eine Abstimmung drüber machen, ob wir hier noch weiterführen sollen oder ob wir es langsam mal sicher lassen. Also heißt für die Leute, also ja, also falls wir jetzt sagen, wir wollen diesen Krieg weiterführen, bedeutet das, dass ich wirklich überall jetzt Truppen rekrutieren muss, weil sonst kommen wir hier nicht voran. Und falls wir sagen, wir wollen den Krieg beenden, dann werden wir das halt zügig tun. Oh krass. Die haben uns, boah, wie viel Schaden die mit diesen scheiß Streitwagen immer raushauen. Die haben uns gerade einfach mal so eine Einheit weggehauen. Nee, Montezuma, sorry, meine ich. Ja, also das wäre mal so die Frage der Fragen. Den müssen wir uns zurückziehen. Ja, weil das Problem ist, wir kommen hier halt auch nicht wirklich gut bei. Also wir haben halt immer das Problem, also wenn ich das mache, dann müssen wir halt wirklich so viele Truppen rekrutieren, dass wir sozusagen... Schickt die nicht nach vorne, schickt die nicht nach... Oh, zu spät. Aber ist ja nicht so schlimm. Die werden jetzt wieder zusammengeschossen in der nächsten Runde. Ja, mal gucken. Und dann... ja. Was wollte ich sagen? Halt eben, wie gesagt, ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt hier halt den Krieg weiterführen würden, dann müsste man halt echt überall Truppen rekrutieren, weil sonst wird es nix. Ja. Die Frage ist allerdings auch, wenn wir Frieden schließen müssen, unter welchen Bedingungen akzeptieren wir einen Frieden? Wir haben hier hohe Verluste allein müssen. Diese Verluste dürfen nicht für umsonst gewesen sein. Ja, das stimmt natürlich, aber ich guck jetzt mal, für was wir diesen Frieden schließen können. Ich beantrage eine Sonderauszahlung an die Witwen der verstorbenen Soldaten und damit lässt sich das doch angemessen. Ups, achso. Dies kann das Militär sehr gerne unterstützen. Endlich mal ein sinnvoller Vorschlag aus anderen Ministerien. Hä, als ob die da immer noch nicht annehmen. Wie viel wollen die denn? Guck mal, selbst wenn ich ihm die ganzen Luxusressourcen da geben würde, würde er nicht annehmen. Hä? Diese Dame ist sich halt bewusst, dass sie uns völlig überlegen ist. Weiß nicht, ob sie uns überlegen ist, um ehrlich zu sein. So, nächste Runde. Vielleicht ihre Eitelkeit. Aber trotzdem, also wenn jetzt kommt, Krieg weiterführen, dann würde ich den Krieg wahrscheinlich trotzdem weiterführen, aber halt nicht unbedingt. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob wir ihn so offensiv weiterführen müssen oder ob wir uns nicht einfach defensiv halten können.
bis es vielleicht irgendwann echt mal zu einem Frieden kommt. Okay, jetzt hat er uns gerade einfach wieder eine Einheit Bogenschützen weggehauen. Dank. Das Kriegsministerium erreichen übrigens aktuell neue Informationen, die eine andere Sicht auf die aktuelle Kriegslage herbeiführen. Ja. Und diese wiederum sorgen dafür, dass der Kriegsminister zu dem Schluss kommt, dass ein schlechter Frieden wohl eventuell besser wäre als gar kein Frieden, da unsere Nation viel zu viele Söhne an der Front verliert. Sowas aus euren Mund. Wenn das nicht mal überraschend ist. Euren Mund hier, hm? Wäre der einzig besser als keine. Ja. Und. So, jetzt werde ich die hier mal schanzen lassen. Den ziehen wir uns zurück. Den hier ziehe ich mich dorthin zurück. Boah, wir haben halt echt kaum noch Soldaten, gell? Uiuiui. Ich hab doch gesagt, keine Offensivoperation. Ja. Die schießen uns nur zusammen, wenn wir in die Reichweite laufen. Die sollen kommen und zusammengeschossen werden. Ja, machen wir jetzt auch tatsächlich. Aber ja, jetzt haben wir kaum noch Bogenschützen. Ja, aber ich glaube, unsere Städte halten das ja auch eine Weile durch. Wir rekrutieren ja auch neue Einheiten. So ist ja nicht. Ich finde, man könnte den Kriegsminister durchaus mal loben, dass er sich für Frieden einsetzt, ja. Man kann den Kriegsminister durchaus mal tadeln, dass es ziemlich lange gebraucht hat, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Exactly. Ja, aktuell führt Frieden schließen, wie es aussieht, oder? Ja. Das Volk ist übrigens uneins, wer hier eigentlich verantwortlich ist für den Krieg und dessen Verlauf. Soll ich mit diesen Kriegern da eigentlich machen? Also mit unseren Schwertkämpfern, soll ich damit irgendwo angreifen oder soll ich es lassen? Oder weiter zurückziehen praktisch? Unnötige Verluste müssen jetzt vermieden werden, da Frieden schließen führt. Ja, natürlich, aber ich meine, wir müssen ja trotzdem uns verteidigen. Ich meine, der Gegner will ja keinen Frieden schließen, also... Was meinst du, Nico? Angreifen irgendwo oder nicht? Den Schwertkämpfern. Ich meine, wir würden hier gerade gar nicht mehr so wahnsinnig viele Verluste machen, wenn wir da angreifen irgendwo. Vielleicht würde das echt... Ich würde die Schwertkämpfer flankierend neben die Stadt zurückführen. Also zurückschicken, oder wie? Ja, dass wir eine günstigere Ausgangsposition haben. Wenn wir jetzt vorschicken, dann muss man davon ausgehen, dass sie in der nächsten Runde von diversen Fernkampfeinheiten zusammengeschossen werden, ohne dass sie Unterstützung erhalten von unseren Fernkampfeinheiten. Okay, machen wir. Also wie gesagt, wir sollten unsere Truppen nicht zu sehr verteilen. Das hat uns jetzt schon mehrfach hohe Verluste zugefügt. Der Konsul ist nicht in der Lage, die Tiere zu führen. Ja. Nur gemeinsam können wir siegen. Was mache ich mit den Streitwagen? Greife ich damit irgendwie an oder lasse ich das auch? Dadurch, dass die mobiler sind, kann man das mal wagen. Okay. Oh Gott, guck mal, wie viele Einheiten das sind noch. Aber irgendwie sind die Streitwagen jetzt nicht so der Hammer gegen Bogenschützen. Aber wir müssen echt mal Frieden schließen. Wir haben jetzt hier schon echt viele Gebiete, die einfach zu wenig Annehmlichkeiten haben, gell? Langsam aber sicher. Unsere Nation hat sowieso ein Problem, denn wir sind von allen Seiten eingeengt. Wir haben eigentlich gar keine Möglichkeit, außer dass wir irgendjemanden mal fertig machen müssen. Zwar nicht aktuell, aber in Zukunft. Ob wir dann dazu in der Lage sind, das bezweifle ich aktuell noch. Ja. Ja, Reaper Real, Russland ist tatsächlich relativ entspannt, glaube ich, als Einstiegsfraktion bei Empire Total War. Ansonsten sind eigentlich auch die Franzosen gut machbar, finde ich. Preußen ist eigentlich auch ganz nett. Eigentlich, ich finde, Empire Total War hat jetzt gar nicht so die krassen Fraktionen. Also ich finde, da ist Holland, ist, ja gut, Holland vielleicht ist relativ schwer, sagen wir es mal. Aber ansonsten. Jetzt endlich den Streitwagen erledigt, das war mir jetzt wichtig. So, und dann werde ich mal hier
und in Verteidigungsposition bringen. Hier werde ich bis zur Heilung verschanzen. Jo. Wir haben unseren Händler hier frei. Da ist die Frage, wo wollen wir hinhandeln? Vielleicht einfach nochmal. Irgendwo zwischen unseren Städten, wir brauchen Straßen. Ja, ja, ich meine, hier haben wir jetzt Straßen, hier rüber. Ich will aber nicht nach dort handeln, will ich nicht. Hier könnte man noch handeln. Da haben wir nämlich noch keine. Von unserer Hauptstadt nach Mahendravata könnte man handeln. Da fehlen Straßen noch. Ja, machen wir das mal.